Deswegen, wenn ihr einen Astronauten die Frage stellt, wie war das oben vom Gefühl her, er kann es euch nicht erklären, weil das ein Gefühl ist, das muss man erlebt haben. Und genau wie eine Frau, die schwanger war und mehrere Kinder schon großgezogen hat, die kann eine Frau, die das noch nie erlebt hat, und das sind Fakten, unwiderrufliche Fakten, die auch die Luziferianer nicht widerrufen können, und die Sith Lords und sonstige Leute, erst da merkt man sowieso, wenn sie es widerrufen wollen, dass sie das, da merkt man sofort, das sind echte Sith Lords, das geht ganz schnell, also vor allem die Leute wie ich, die die Gabe haben. Aber lange Rede, kurz Sinn, das sind unwiderrufliche Fakten. Okay? Das heißt, alles, was ich euch sage, alles, was ich euch übersetze, werdet ihr nirgendwo finden. Von keinem Imam und Oberimam, Super Edition, Oberrabbiner, super, super, super. Weil es alles auf das, alles, was die machen, ist einfach irdisch auf der Erde. Und mein Wissen kommt von da oben. Das bedeutet, es kommt von Gott direkt. Das bedeutet, ich habe mit Mohammed gesprochen, ich konnte mit Jesus reden, mit Moses, Elia, Jesaja und so weiter. Mit allen gesprochen. Aber die Zeit dort ist anders. Ist ganz wichtig. Und die reden nicht so, wie der Mensch sich das vorstellen will. So, ja, wie ein ganz normales Gespräch. Und dann, der Ewige selbst, der macht einfach so, das ist so wie unsichtbares Licht. Und schon hast du das Wissen von Infinity. Also ein Millionenwissen, was kein Mensch unmöglich, wenn er das nicht erlebt hat, nachvollziehen kann. Das heißt, alles, was ich euch sage, wird in einem ganz neuen Licht präsentiert. Vergisst die Übersetzung, alle, die ihr bis jetzt weltweit gelesen habt. Vergisst irgendwelche Dogmen. Die gibt es für Allah, Hashem, der spielt keine Rolle, der Name. Einfach wegdenken, für das, wir sagen jetzt einfach, in den nächsten Videos werde ich immer sagen, höheres Wesen, das ist neutral, ne, höheres Wesen, für das gibt es das nicht. Ne. So, lange Rede, kurzer Sinn, vergisst es einfach. Ne. Alles, was ihr kriegt, könnt ihr ruhig stellen, aber ihr werdet es nirgendwo finden. Und irgendwelche Leute mit Vorwürfen, Plagiaten, sollen sie ruhig das präsentieren, wo es angeblich Plagiat. Sollen die das ruhig, die Worte, die ich euch übersetze und zeige, sollen das machen. Ich bin auch dabei, da was zu schreiben. Und vieles ist auch verfälscht worden. Also das heißt, das ist auch ganz wichtig. Alles, was ich sage, werdet ihr nirgendwo finden, weil das wird komplett jetzt neu. Das ist wie eine Neuauflegung. Und ist vieles verfälscht worden, später von den Kalifen. Die haben, und das ist schwierig nachzuvollziehen, aber Mohammed hat mir gesagt, die haben das verfälscht, nach ihm, die gekommen sind. Die wollten das, die Menschen so bösartig sind. Wir sehen, wie Menschen bösartig sind. Bei der Corona-Pandemie haben wir es gesehen, was passiert ist. Und der Mensch ist sowas von bösartig. Und das ist nun mal so. Okay, also, das ist jetzt ein Disclaimer gewesen, ein Triggerwarnung, inklusive Super Disclaimer. So. Sure 9 lesen wir uns komplett durch. 9, 5, 9, 9, 20, 30. Immer von oben lesen, denn wenn ihr hier lesen werdet und wenn die verbotenen Monate verschlossen sind, dann tötet die Götzendiener, wo ihr die trefft, und ergreift sie und belagert sie und lauert ihnen auf jeden Hinterhalt. Bereuen sie aber und verrichten. Ihr werdet es immer falsch lesen. Dieser Kontext hier. Der fängt von immer von oben nach unten an. Meine Erklärungen könnt ihr aber weder hier lesen, auf der rechten Seite, auf der arabischen, noch auf der deutschen Seite. Ich fasse euch das nur, die Ursprung von der Ur-Ur-Version, die mir Mohammed selbst gesagt hat und mir Gott auch gesagt hat. Das heißt, diese Sachen sind einfach zusätzlich von mir, damit der Koran im komplett neuen Licht und dann dieser Effekt und Aha-Effekt. Ach, so ist das gemeint, genau. Also, zu der damaligen Zeit, und das gibt es bis heute, das heißt, die Aktualität wird es nie verlieren. Außer, dass einige Sachen sich geändert haben, wie dieses Justitia. Die Justitia, die gibt es fast in jedem Land, weil der Mensch sich weiterentwickelt hat. Aber die Schrift selbst, die wurde nicht mehr weiterentwickelt.
weil die Leute das nicht verstanden haben. Aber Mohammed selbst hat mir gesagt, wenn er noch leben würde und die Menschen nicht so machtgierig wären, wenn die meisten leider machtgierig, hätte er ja weiter dran schreiben können, hätte das weiterentwickelt. So wie die Tora, so wie die Evangelien, so wie die Buddhisten, Hinduisten, es würde weiterentwickelt werden. Aber die Menschen nun mal leben in Dogmen, okay? Und man darf auf die Menschen halt, die nicht so wie ich, Superdischen wurden, nicht sauer sein. Ich meine, Hallihallo. Was will eine Frau melden, eine Frau, die nicht schwanger war, einer schwangeren Frau, die drei Kinder erzogen hat? Die hat keine Ahnung. Die kann noch so viel studieren, die weiß es einfach nicht. Das sind Sachen, ne? Und die hat auch eine Erfahrung von drei Kindern. Und wenn die Frau 10 Kinder hat, hat die noch mehr Erfahrung wie die Frau mit 3 Kindern. Das ist Fakt. Ne? Okay. Also, früher haben die Muslime gebetet aus reinem Herzen und das haben sie auch viel später gemacht. Aber früher, ganz, ganz früher, waren sie so voller Liebe, dass was viele Menschen spüren, wenn du Liebe hast und die Menschen hassen. Es gibt so viele Menschen, die von Luzifer befallen sind und die hassen gottesfürchtige Menschen, gläubige Menschen wie die Pest. Und manche sogar tarnen sich in eine Religion. Also die tarnen sich und die Götzendiener, da kann man sich so vorstellen, das waren so Leute, die wirklich zwei Gesichter hatten. Also die waren, auf Polnisch sagen wir, Kibata Kibanie. Also waren so hinterhältig, die haben nichts, waren falsche Zungenleute. Okay, also die waren richtige Luziferianer, viele waren sehr böse, so wie boshafte Menschen nun mal es gibt. Und diese Leute haben friedliche Karawanen oder friedliche Leute, die gebetet haben, angegriffen und sogar gekillt. Einfach so aus Spaß, weil sie sich dann geschrubbt haben. Ja? So wie der eine Typ, da gab es einen Typ in Russland und der hat 100 Kinder vergewaltigt und er hat die zersägt und er hat die rumgevögelt. So könnt ihr euch vorstellen, solche krassen Leute waren das. Die waren so gestört, dass sie sehr gefährlich, dass die friedlichen Leute in totaler Gefahr. Und früher gab es noch keine Justiz, ja, es waren noch nicht so viele Menschen auf der Welt und dann, es gab auch keine Überwachung und so, keine Kameras. Das gab es zu damaligen Zeit nicht und dann gab es solche gestörten Leute, die das pure Böse waren und diese friedlichen Leute überfallen haben und gekillt haben einfach. Einfach so Spaß, ne? Weil die Luziferianer nun mal so sind, die hassen das Gute. Ne? Wie Star Wars, es gibt Luke und es gibt die Prinzessin Leia. Leila, glaube ich. Und dann gibt es Palpatine. Und der Palpatine hasst halt die Jedis. Ne? Für den Palpatine wäre eine schöne Welt, wenn man alle abschlachten würde. Ne? Das wäre und nur Herr Hitler sagen würde. Das ist Palpatine. Ne? Und die sind halt so. Die kannst du nicht ändern. Die sind halt da. Ne? Das ist auf der Erde so. Das Böse und Gute gehört dazu. Ist wie eine Justizia-Waage. Ne? Irgendwo gibt es halt immer. Deswegen kämpfen die beiden. Und das ist am Ende so, dass es immer so eine Mitte rauskommt. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Und Mohammed hat von Gott geebnet bekommen, was kann ich tun dagegen? Was soll ich denn machen? Und dann hat Gott, ist auch nicht wie die Leute sich vorstellen, also du wirst nicht von 10 Kindern vergewaltigt, das mit Kettensägen, ja, du wirst da nicht ins Himmelreich kommen oder in die höhere Ebene, wie man sagt. Okay, also das höhere Wesen, ne? Oder nur Dreibein, das höhere Wesen ist ein bisschen komplett anders, ne? Also nicht wie die Leute so denken. Gibt's keine Chibeti, ich habe jetzt nur 20 Leute abgeschlachtet aus Spaß, ne? Das muss den Leuten knallhart sein und deswegen sage ich das auch so knallhart. Vor allem die Luziferianer wissen, dass das so ist und deswegen flüchten sie sich in ihre Lügen. Aber das ist okay, das ist ja, jeder kriegt so oder so, ich bin nur ein Diener Gottes, nur ein reiner, der kleinste Diener, nur ein Diener. Und da bin ich froh darüber. So, also, und deswegen haben die das so gemacht. Das heißt, wenn die, und die haben gefastet und die haben gewisse Sachen gemacht und manchmal haben die Vertrag gemacht, ne, so wie hier steht, ne, Vertrag, ne, mit Ausnahme jener Götzen, mit denen ihr einen Vertrag eingegangen seid, ne, das war also gemacht worden.
Und klipp und klar zu sagen, wenn diese Leute schon nicht kontrolliert werden können, dann unterzeugen mit Vertrag. Und die Leute, egal wie, nicht alle, aber die meisten, auch die Luzifianer, haben sich an den Vertrag gehalten, wenn es unterzeugen war. Und sagen diese Leute, solange sie unter der Vertrag waren und solange auch die Frist nicht abgelaufen war, haben sie sich an die Regeln gehalten. Haben auch diese Leute nicht angegriffen, nicht bespuckt und sonstiges. Und haben auch nicht mit falschen Zungen gesprochen. Ne? Falschen Zungen bedeutet einfach, ja, falschen Zungen bedeutet falsch hinterm Rücken reden. Ne? Haben sie nicht gemacht. Aber es gab Leute, die leider solche Arschlöcher ohne Ende waren. Deswegen kommen wir zu Sure 9, Vers 5. Wo man, wo diese Leute einfach gesagt haben, mein Vertrag läuft ab, dann mache ich wieder, dann bin ich wieder ein Super Edition Sith Lord Palpatine. Und da hat der Mohammed einfach mitgedacht und gesagt, aber wenn diese Leute das so machen, wenn die Leute meinen, dann ergreift diese Leute und tut sie sozusagen, na, also hier so, und wenn die verbunden wurden vorher, dann tötet die Götzendiener, wo ihr sie trefft, dann greift sie und belagert sie und lauert ihnen auf jedem Hinterhalt. Na, aber jetzt ist das Allerwichtigste. Das Allerwichtigste ist, jetzt kommt das Wichtigste. Das lesen die meisten gar nicht. Und ich habe die Erklärung für euch, ne, und die gebe ich euch, ohne viel dazu zu ändern. Jetzt kommt dieser Abschnitt, der hier, der ist sehr, sehr wichtig, der obere und der sehr wichtig, im Kontext. Aber wenn diese Arschlöcher, das sind ganz schlimme Leute, die haben keine Ehre, nichts. Wenn diese Leute aber um ihr Leben gefleht haben und dann doch, es tut mir leid, oder Reue gezeigt haben, ihr habt recht, ich hab doch diese drei Frauen geschlagen aus Spaß, ihr müsst doch ganz schlimme Leute, dann, ne, und vielleicht das Gebet, es kommt, zahlen die Zakat, dann gebt ihnen den Weg frei, wahrlich Allah ist für all verzeihend. Ja, damit auch noch zusätzlich gemeint für die Leute, die sich nicht an Regeln halten und nicht mal den Vertrag erfüllen wollten. Ja, weil es gab ja gewisse Verträge und eine gewisse Gebühr. Warum musste man mit der Gebühr das machen? Auch logisch, zur damaligen Zeit zumindest. Weil damals war ganz klar, wenn die mit Geld verhandelt haben, das tut weh. Wenn dir irgendjemand... du irgendwo zur Arbeit, also du gehst arbeiten oder du erwirtschaftest dir etwas und du zahlst die Ware nicht, dann kommt das Inkasso. Wenn das Inkasso kommt und du zahlst es nicht, dann kommt der Gerichtsvollzieher und wenn du da nichts machen willst, dann kommt die Polizei. Und dann tut das weh. Denn die Polizei ist dann diese Rechtleitung und die nehmen dich knallhart fest und sagen, nee, du Arschloch, wir haben dich jetzt eingesperrt und wenn du jetzt nicht zahlst, deine Zagat, dann bleibst du erstmal drin und kriegst aufs Maul. Aber wenn du es zahlst, dann geben wir dich frei, also den Weg frei. Ne? Das war euch sehr logische Bits, die mit der Zeit auch, damit ihr das verstehen könnt, Anekdoten. Und wenn du das zahlst, dann lass die Polizei dich frei und wahrlich, Allah ist verzeihend, barmherzig. Ne? Also Gott. Das ist dann eure geistige Einsicht, die dann sagt, ja okay, ja scheiße, die haben ja recht, ich war ein super Arschloch, super Edition, böse, Sith Lord Palpatine, bevor mich die fertig weitermachen, komm, ich zahle jetzt den Scheiß, ne? Ja. Aber dazu sollte es natürlich nicht kommen, das heißt von vornherein wird ja schon im ersten Vers und im zweiten und bis zum vierten gesagt, ihr müsst ja nicht Heil Hitler, Heil Satan sein, ne? Also, ne? Und das ist im Endeffekt, also die Arschlöcher letztendlich, auf den Punkt zu kommen, lange Rede, kurze Sinn, die Wichser, die Motherfucker, Leute, die das pure Böse nicht haben, also das Böse, pure Böse in sich tragen, die haben immer die Arschkarte gezogen, ne? Bei einem gläubigen Menschen, ne? Der sozusagen dem höheren Wesen gedient hat, immer. Und darum hassen ja die Leute, die nicht das tun, die Muslime, die Juden, die Christen, die hassen sie, wenn sie Buddhisten, Hinduisten, die würden sie alle töten. Weil die halt eben Prinzipien haben und Regeln und sich halt im Kontext daran halten. Okay? So. Und jetzt geht's weiter. Ja. Und du hast ja die Frage gesagt, von 9.5 habe ich erklärt und von 9.2.9.3, genau. Auch da tut man mit Absicht aus dem Kontext reißen. Aber ist okay. Mein Gott, ich habe Kinder unterrichtet damals. Kinder in Mathematik, in der Sprache und da.
Und das hat auch, Kinder waren auch unerfahren, haben es nicht verstanden. Ich sehe jeden Menschen an, wie ein Babykind. Und Babys, die 2, 3 Jahre alt sind oder Kleinkinder, muss man einfach knuddeln, weil sie so babyhaft sind. Und so sehe ich auch erwachsene Leute. Ja? Und Mohammed hat die Menschen genauso angesehen, mit viel Liebe. Ja? Und die Propheten und die Gesandten und so weiter und so fort. Okay? So, und ich werde jetzt noch bis hier lesen und dann gehen wir zum nächsten Abschnitt. Und wenn sie einer der Götzendiener bei, genau, wenn einer der Götzendiener bei dir Schutz sucht, dann gewähre ihm Schutz, bis er Allahs Wort vernehmen kann. Hierauf lasse ihn die Städte seiner Sicherheit erreichen, dies, weil sie ein unwissendes Volk sind. Also das heißt, der Ungläubige, ne, das muss man sich vorstellen, so gnädig war Mohammed, der Ungläubige, der ein richtiges Arschloch war. Ein Luziferianer, ein Sith Lord, also nicht mal Jedis würden das tun, und das wissen wir, wenn ihr Star Wars kennt und die Comics, ich habe sie alle fast gelesen, wirklich fast alle, also vielleicht 90% die Comics, ja, also wirklich, ich bin dafür, Star Wars und Star Trek, und wenn ihr das alles so wie ich gelesen habt, oder nur ansatzweise, wisst ihr, was Jedis mit Sith Lords machen. Okay, nur so, um es klarzustellen, für all die Heuchler wiederum. Bei mir geht sowas nicht. Okay, also, Mohammed hat denen gesagt, okay, hey, ne, der Polizist sagt, hey, Herr Müller, oder Kowalski, whatever, setze gar nicht in den Namen, ne, einfach ein Beispiel, Mustermann, Sie haben die Zeche gezahlt, komm, wir begleiten Sie sogar nach Hause, wir lassen Sie aus dem Gefängnis, weil jetzt haben Sie Vernunft genommen. Und es kann sein, und dann, dass er natürlich eine Verpflichtung, ne, ja, ich habe Angst, nach Hause zu laufen, ne, ja, tut mir leid, ne. Und dann sagt der, ja, klar, wenn du Schutz brauchst, klar, kein Thema, machen wir doch gerne, ne. Und wenn du zu deiner Stadt willst, begleiten wir dich gerne, ne. Dies war sein Unwissen. Und wir machen das, der, was für ein Wesen uns das darum gesagt hat, und du bist unwissend und wir können doch einen unwissenden Menschen nicht bestrafen. Okay? Lest das, ganz wichtig, nur von mir, lest das. Ich habe ja gesagt, ich werde es erklären und es dauert halt, wenn ich etwas erkläre, weil es nun mal so ist. Nehmt euch die Zeit, lest den Koran wirklich, wirklich, stellt mir Fragen, postet mir, aber lest es immer. Und nicht mit Hass lesen. Hört auf mit Medien, Luziferianer oder das Satadadar, ne, weil ich spüre das, ich habe das auch noch mein Flug, meine Gabe, ich spüre das, die Leute haben sehr viel Hass über den Koran, weil die das einfach nicht verstehen und das hat man auch bei vielen haben auch gegenüber uns Juden, die das auch nicht verstehen und über Christen hat man auch Hass und es ist sehr, sehr traurig, weil die meisten Leute, die Hass haben, nur haben, weil sie unwissend sind, ne. Wie ein Kind, das sagt, ich kann das nicht, Mathematik ist blöd, Malrechnen ist blöd, ich bringe euch alle um. Komm, ich erklär's dir. Ne? Mal ist nicht blöd, Multiplikation sind nicht blöd, Dividieren ist nicht blöd. Man muss einfach nur sich die Zeit nehmen. Nehmt euch wirklich die Zeit, egal ob ihr den Koran liest, ob ihr die Tanach oder die Tora liest, oder die Evangelien, oder Buddhismus, Hinduismus, Gugimismus, Galamist. Nehmt euch sehr viel Zeit und lest es wirklich stressfrei. Und wirklich müsst ihr im Raum sein, mit dem Reinen sein. Ihr dürft weder Streit haben mit eurem besten Freund, mit eurer Bruder, Schwester, whatever, oder Ehefrau. Ihr dürft keinen Streit an dem Tag haben. Ihr müsst wirklich frei sein. Das ist mindestens, was ich euch empfehlen kann. So, jetzt ist 29:30. Und auch hier ist es wichtig, dass man von oben liest. 1:27, doch selbst der Nach, hernach kehrt sich Allah gnädig dem zu, dem er gewogen und alles allverzeihend barmherzig. Okay? O, die ihr glaubt, wahrlich, die Götzendiener sind unrein. Darum sollen sie nach diesem ihrem Jahr, also nach diesem ihrem Jahr, sich der heiligen Moschee nicht nähern. Und falls ihr Armut befürchtet, so wird euch Allahs gewiss auch seine Fülle reich machen, wenn er will. Wahrlich, Allah ist allwissend, allweise. Okay, jetzt kommt's. Kämpft wieder diejenigen aus dem Volk der Schrift, die nicht an Allah und an den jüngsten Tag glauben und die nicht als unerlaubt erachten, was Allah und sein Gesandter als unerlaubt erklärt haben und die nicht dem wahren Bekenntnis folgen, bis sie aus freien Stücken den Tribut entrichten und ihre Unterordnung akzeptieren.
Was ist damit gemeint? Das ist ganz einfach. Diejenigen, wenn ihr es vorher schon gelesen habt, sind immer die Götzendiener gemeint. Also keine gläubigen Juden, keine gläubigen Christen und auch keine Buddhisten, Hinduisten oder sonstige Menschen, die sich halten. Das höhere Wesen sagt klipp und klar, es hat mehrere Namen in mehreren Sprachen, aber letztendlich beten und an die Regeln sich halten, kann Arschloch sein, kann Wichser sein, tun sie alle gleich. Ne? Christen, Juden und allgemein auch Menschen, die jetzt Buddhisten, Hinduisten sind, die glauben auch an das Gute, an gewisse Prinzipien. Aber gerade bei Juden und Christen, die beten zum einen, zu dem höheren Wesen. Und die, die gut sind, da ist auch kein Krieg. Aber die, die Götzendiener sind, also die, die sich nicht anhalten oder zwei Gesichter haben oder mal so, also sich riesen Heuchler sind, die natürlich, die muss man bekämpfen. Okay? Aber nicht mit Gewalt. Auch das wird falsch verstanden. Hier steht nicht irgendwas mit Gewalt drin. Ne? Sondern hier steht drin, Stücken in Tribut richten, ihre Unterordnung akzeptieren. Diese Passage wird oft falsch verstanden. Sie bedeutet nicht, dass man den Erniedrigten zusammenschlägt und dann sagt, hey, akzeptierst du, dass Allah der Größte ist und dann töte ich dich mit dem Kopfschuss. Nein, sondern die bedeutet einfach, dass man demjenigen Tribut zollt, der der Erhabene ist. Und das ist das höhere Wesen. Und dem anderen sagt, hey Mann, alles gut und schön, dass du nicht an deinem höheren Wesen glaubst. Aber den Tribut, den werde ich geben und den lasse ich mir von dir nicht nehmen. Überhaupt nicht. Und wenn du ihn nicht akzeptierst, dann ist das okay. Und hier ist jetzt ganz wichtig, Bekenntnis, nicht den wahren Bekenntnis und bis sie aus freien Stücken den Tribut entrichten. Aus freien, okay? Ganz wichtig, nicht Zwang, aus freien Stücken den Tribut entrichten. Sein Gesandter als unerlaubt erklärt haben, die nicht dem wahren Bekenntnis folgen, bis sie aus freien Stücken den Tribut. Das heißt, freiwillig sagen, muss derjenige sagen, irgendwann durch ein Wunder oder durch einen Schicksalsschlag, wie auch immer, zur Erkenntnis kommen, wahrlich, wahrlich, du hast recht, das höhere Wesen ist großartig. Denn gestern war ich im Krankenhaus und meine Tochter, der man prophezeit hatte, dass sie eigentlich gestern tot sein müsste, weil sie Krebs hat, im höchsten Stadium und gestern war ja eigentlich der Tag, wo sie sterben musste, gestern, als die Ärzte bei ihr waren, haben sie meine Tochter gesucht. Und als sie auf einmal spielend sahen draußen, dachten die, ist dieses Mädchen verrückt? Die stirbt doch in einer Sekunde. Und als sie sie dann zu sich geholt haben, untersucht haben, haben sie mich angerufen und gesagt, ein Wunder ist passiert, Herr Schuster. Ihre Tochter hat keinen Krebs mehr. Und derjenige, der seine Tochter hatte, die Krebs hatte, der sozusagen der Götzendiener war und gesagt hat, ah Gott, das glaube ich nicht, Gott ist das pure Böse, Gott ist ein Arschloch ohne Ende, das höhere Wesen ist, weil meine Tochter wird jetzt morgen also wird sterben und, ne, und deswegen ist er so böse und so. Derjenige auf einmal tut freiwillig durch dieses Wunder Zeugnis und Tribut und sagen, wow, sie müsste tot sein, aber sie hat keinen Krebs. Die Ärzte haben es untersucht, die wissen nicht warum, aber sie hat keinen Krebs, okay? Ich gebe euch immer so krasse Beispiele, damit ihr so ein bisschen einsortieren könnt. So, und jetzt geht's weiter, jetzt ist 30 und dann, die Juden sagen, Esra sei Allahs Sohn und die Christen sagen, der Messias sei Allahs Sohn. Das ist das Wort ihres Mundes. Sie ahmen die Rede derer nach, die vor dem ungläubig waren. Allah bekämpfe sie, wie sind sie irregeleitet. Damit meint diese Strophe ganz einfach, es gibt viele Menschen, ob Juden oder Christen, die leider sich nicht an das halten, was sie bekommen haben. Das heißt, jemand liest die Tora und schmückt sich die Tora so, wie er will. Ist, ach, da steht das und das, oh, nee, ich halte mich jetzt nicht dran. Ach, ich mache so, was ich will. Und zu diesen Leuten im Endeffekt, zu diesen Leuten sagt Gott, beziehungsweise die Worte von Gott, bekämpft, also das höhere Wesen sagt, bekämpft sie. Wie sind sie irregeleitet? Das heißt nicht, bekämpft sie mit Gewalt, sondern mit dem Geistlichen, mit dem Verstand, argumentieren. Hey Mann, wie kannst du sagen, dass das so und so ist, wenn das doch offenbart wurde in deiner Schrift?
In der Tanach steht doch drin. Ja, nein, die 10 Gebote, die sind aus Spaß. Das hat irgendein Verrückter erfunden. Oder, nein, es gab nie Noah, es gab keinen Moses, es gab keinen David, es gab keinen Cäsar, es gab nicht den Mercedes-Chef, es gab keinen Steve Jobs, ne? Den gab es nie. Steve Jobs hat nie existiert. Oh, Atatürk hat nie existiert. Ist alles frei erfunden, ist alles eine Lüge. Und dann bekämpft man, sagt man, ey, Atatürk hat existiert. Hier, es gibt Beweise, dass Atatürk, du Arschloch, existiert hat. Man kann sich sogar aufregen, man kann ihn sogar beschimpfen. Sollte man natürlich nicht machen, aber ne, es ist besser als jemanden zu killen oder mit dem Schwert oder mit 10.000 Schüssen. Ne? Das ist so, ich bin so von der Rap-Szene noch, ne, so rappen, ne, und das Ganze, da verflucht man sich, beleidigt man sich, aber man killt sich nicht. Also zumindest die vernünftigen Rapper machen es nicht. So, und das ist damit gemeint. Aber warum haben die das nicht reingeschrieben? Warum wurde das nicht übersetzt und so? Weil vieles verloren gegangen ist. Vieles ist verloren gegangen. Vieles geht einfach verloren. Das ist das Problem. Es ist einfach so, dass die mir gesagt haben, alles, was Mohammed hat gesagt, alles, was ich niedergeschrieben habe, die haben das durch Mundpropaganda erstmal. Das wurde ganz später niedergeschrieben. Es war am Anfang, gab es nur ganz wenige Leute, die das Mund. Das war normal. Damals haben die Leute nicht irgendwo Papyrus genommen. Die haben das durch Mund. Und später, ganz später, das war immer schon so. Aber das heißt nicht, dass das verfälscht ist deswegen. Es ist halt dementsprechend vom Kontext etwas gefehlt. Genauso wie bei den Christen, die Jungfrau Maria. Das ist falsch. Es ist eine junge Frau gewesen. Eine junge Frau. Aber das ist vom Kontext verloren gegangen, weil irgendwelche anderen Leute es falsch verstanden haben. Das ist wie eine stille Post. Ne? Deswegen heißt es nicht, dass die Lügner sind oder Arschlöcher und so. Und dies und so. Meine Güte, die Leute haben solche Dogmen und so eingesperrt hat. Dann Gott zu mir gesagt, ja. Und da habe ich gesagt, habe ich mit dem geredet, mit Mohammed, habe ich gesagt, ey, das ist so und so. Ja, das ist ja krass. Ja, und es tut ihm wirklich leid, dass die Leute es nicht verstanden haben. Ne? Die haben es nicht verstanden. Und lange Rede, kurzer Sinn, das ist im Endeffekt damit gemeint. Ne? Dass man einfach Beweise bekommt und dass man da dementsprechend sagt, ihr seid irregeleitet. Und dass man hier geistlich sozusagen, hier geistlich denjenigen zurechtweist. Und nicht mit Waffen und sonstiges. Aber es ist halt immer so, wie es ist in der Welt. Ja, hat mir dann Gott gesagt, es ist so, wie es ist, dass die Menschen leider sehr klein denken, die meisten. Nicht jeder hat wie ich eine Nahtoderfahrung. Und die wenigsten waren wirklich bei Gott. Die wenigsten. Denn manche waren nur in dieser einen Ebene oder diesen. Es gibt mehrere Ebenen sogar. Und ich hatte einfach Glück. Und für mich ist es nicht Glück, weil ich habe dadurch Super Edition Gaben bekommen und die verfluche ich bis zum, weil ich kann diese Augen spüren und dies und das. Ich kann mit denen reden und was weiß ich. Ich kann in Universen fliegen, ich kann durch Dimensionen, ach. Und das alles, das interessiert mich nicht mal. Ich will in Ruhe gelassen werden eigentlich. Eigentlich wollte ich das Video gar nicht machen. Weil die Leute sowieso schlagen sich die Köpfe ein, weil es sehr schwierig ist. Es ist wie die eine Frau, die mir gesagt hat, ich habe mit einer Frau gesprochen, die hat 7 Kinder. Wie gesagt, eigentlich wollte ich kein TikTok-Video machen, dass ich 7 Kinder habe, weil ich ja sowieso von den Frauen, die keine Ahnung haben, die werden sowieso das nicht verstehen. Ne? Aber sie wollte halt die Angst wegnehmen von den Frauen, die jung sind, und die Angst haben, jetzt schwanger zu werden, weil wir leben so in einer boshaften Gesellschaft. Ne? Und das Wunderbare an einer Frau ist, das Wunderbare ist, dass sie schwanger werden kann, dass sie Leben erschaffen kann bei dem Mann. Das ist ja Wahnsinn, wie wunderbar das ist. Aber diese Luziferianer haben die Macht ergriffen, durch einen kleinen Fehler ist es passiert und jetzt tun sie, versuchen alles schlecht zu machen. Und natürlich gibt es dann diese viele terroristische Gruppen, die dann dementsprechend den Koran missbrauchen. Es ist nun mal so. Das ist nun mal so und das wird es immer geben. Das gab es nach Mohammeds Tod, das gab es bei den Christen. Kreuzzüge und viele andere Sachen, das gab es auch bei den Buddhisten, auch wenn sie es nie zugeben würden. Das ist immer so. Es wird immer Menschen geben, die den freien Willen versuchen wegzunehmen. Immer welche Sith Lords. Und da muss es halt Leute geben, die wiederum für das Gute kämpfen. Das ist nun mal so. Die Religion an sich ist ja nicht schlecht. Die Religion ist ja unschuldig, die kann ja nichts dafür. Das ist wie ein Kind. Stellt euch ein Beispiel, ein weiteres Beispiel gebe ich euch, damit ihr das auch versteht. Vielleicht verstehen, besser verstehen könnt. Stellt euch vor, ein Kind. Ein Kind, 4, 5 Jahre alt, da ist eine heiße Platte. So,
Die Mutter sagt, bitte nicht die heiße Platte anfassen, die ist gerade eben heiß. Da habe ich gerade für dich was gekocht. Und die Mutter geht kurz weg, sie muss was holen. Das Kind, ach nein, dumme Kuh, die Mutter, ich weiß es besser. Fest an und naja, bitte. Ne? Wer ist jetzt schuld? Natürlich das Kind ist schuld, weil das Kind das nicht verstehen wollte, was sie gesagt hat, die Mutter. Tu es nicht. Und dadurch entsteht Hass bei dem Kind, weil es nicht den Fehler einsehen will, weil es stur ist, weil es ein Arschloch ist, weil die meisten Kinder sind Arschlöcher dann später, wenn sie das nicht, wenn sie, weil normalerweise, wenn man vernünftig ist, da steht auch im Koran drin, da steht auch im Talmud drin, in der Tanach und so weiter und so fort. Wenn man vernünftig ist, hört man auf die Eltern, respektiert die Eltern und sagt sich, okay, wenn die Mama das sagt, die Mama hat mich geboren, die Mama hat mir Leben geschenkt, die hat Recht und das höhere Wesen sagt, ich soll meine Mutter und meinen Vater respektieren, also wäre ich ziemlich blöd, wenn ich das nicht machen würde. Oder ein super Arschloch. Oder ein Luziferaner. Oder ein Siffler. Sucht euch aus. Versteht ihr, wie ich das meine? Und das ist der Haken. Ja? Deswegen viele Muslime, viele Imamen fühlen sich umsonst angegriffen. Umsonst? Für was denn? Dann gibst du ja diesen Idioten noch mehr Recht. Dann tun noch mehr Idioten über den Koran schlecht reden. Statt ihn so zu verstehen, was er wirklich meint, vom Kontext her, vom gesamten Inhalt. Ne? Ja, du hast das Buch gelesen, sagt der eine. Ja, hab ich gelesen. Wo hast du das gelesen? Ja, bei den Medien. Ha, hast du toll gemacht, Sebastian. Hast du super gemacht, ich drück dir den Daumen. Ja, was Spiegel TV hat gesagt, dass das so ist. Ha, aber du hast den Koran nie gelesen. Nee, weil ich habe Nahtoderfahrung, ich bin Super Edition. Bei mir sind wieder was anderes. Ich habe ihn aber zusätzlich noch gelesen. Und noch Super Edition. Ja, ich hab nur Medien, nur Spiegel TV. Das heißt, Spiegel TV, irgendeiner vom Professor Super Edition hat gesagt, er hat Status. Hat gesagt, ja, das ist so. Genau. Und wenn er sagt, spring aus dem Fenster, machst du es auch, Sebastian? Ja, das mache ich auch. Oh Mann. So tief ist die Gesellschaft gesunken. Nicht nachdenken, einfach nur Hitler schreien. Ja, da kannst du gleich wieder die Zeit zurückdenken und Adolf Hitler das Leben retten, wenn du das so willst. Wie krank ist das denn? Das ist traurig einfach. Ne? Deswegen, also das ist damit hier zu machen. Und wenn ihr das weiter unten liest, werdet ihr das noch mehr verstehen. Sie haben sich ihre Schriftgelehrten und Mönche zu Herren genommen. Neben Allah, genauso wie den Messias, den Sohn der Maria. Und doch war ihnen, jetzt ist es ganz lustig, und doch war ihnen geboten, allein den einigen Gott anzubeten. Niemand ist anbetungswürdig außer ihm. Allzu heilig ist er für das, was ihm zur Seite stellt. Das stimmt. Das höhere Wesen hat keinen Sohn und sonst Dreifaltigkeit. Das hat's nie, braucht es nicht. Weil es ein System gibt da oben im Himmelreich, ne? Oder in den höheren Ebenen. Und das System ist einfach, das gibt ein Wesen, das über alles ist und alles wir haben und alles andere sind halt irgendwie Propheten oder Gesandte oder Boden des Lichts, ne? Und es ist okay. Ne? Die haben mich Super Edition gesandt genommen. Ich so, nein, ich will das gar nicht. Nein, dann haben die mir die Fähigkeit gegeben. Also ich bin es nicht wert. Ich bin ein Lausebub, ein Schlawiner, ein Arsch, ein Wichser. Ich habe so viele Sünden in meinem Leben gemacht. Nicht die Allmacht geben. Ja, aber Gott sagt, pip, du hast die Allmacht, Super Edition, fertig. Ja, super. Was soll ich machen? Und dann rede ich mit Gott und sage, ey, aber ich kann sagen den Leuten, ich bin nur ein Diener, okay? Ich bin ganz klein, ich will nur ein Baby sein. Wie du meinst, du kannst, ich habe kein Problem damit, alles gut. Wenn das dich glücklich macht, zwar weg, zwar bei mir, Aaron, dann mach dich ganz klein. Ah ja, dann bin ich für mich. Kann ich einen Schnuller nehmen? Ja, das kannst du auch, ja. Ne? Also, Macht ist ohne Bedeutung. Ihr könnt nicht das Wesen erfassen Gott, von dem höheren Wesen. Ihr könnt es nicht erfassen. Wozu auch? Warum? Alter Schwede, ich fliege durch Dimensionen. Ich kann in einer Sekunde beim Pluto sein. Bumm, Pluto, plumm. Dann noch einen anderen Planeten, Saturn und so weiter. Und dann außerhalb Pluto, andere Planeten, Erden und whatever. Das ist der Wahnsinn. Ne? Ich schnipp da nur so. Und dann in meinen Visionen bin ich da und in meinen Träumen fliege ich rum und so. Ne? Weil die Träume sind nicht nur Träume. Im Gegenteil, das wissen viele nicht. Die Träume sind
haben wir die Möglichkeit, unseren Geist zu verlassen. Nicht alle, aber einige haben diese Fähigkeit, mehr oder weniger mehrere Leute. Manche haben Gaben, manche sind es nicht gegeben und die können das wir verlassen und zack, können wandern, ne? Und so weiter. Aber wie gesagt, das mache ich in einem anderen Video. Also, ihr seht schon, ich auch, die Regie hat mir auch schon gesagt, hey, yeah, ne, also das ist schon ein bisschen zu viel. Ne? Und dann zum Schluss, 32, ne? Sie möchten gern Allahs Licht auslöschen mit ihrem Munde, jedoch Allah will nichts anderes als sein Licht vollkommen machen, mag es den Ungläubigen auch zuwider sein. Und dann haben wir es abgeschlossen. Ne? Das heißt, das höhere Wesen sagt sich, du kannst gerne versuchen, mich auszulöschen. Kannst du ruhig machen. Kein Problem damit. Ehrlich? Und dann könnt ihr euch so vorstellen, ganz lustig, ne? Da ist so jetzt ein fünfjähriges Kind und da ist, erscheint jetzt das höhere Wesen mit einem lachenden Gesicht und das Kind haut in die Luft. Ich mach dich Gott, ich mach dich fertig. Hab ich dich schon fertig gemacht? Jetzt mach ich Jet Kondu und Bruce Lee. Mike Tyson. Ja, und geht's weiter? Und das höhere Wesen sagt, sag mal, geht's jetzt weiter? Und aber ich will dich doch vernichten. Ja, kannst du ja machen, mach's doch. Nichts. Okay? Um mal richtig knallhart klarzustellen, wirklich für jeden, auch für die Leute, die sich nicht geistig vorstellen können, wie mächtig ansatzweise, nur so als Beispiel, das wäre Wesen ist. Ne? Okay. Und das war's im Endeffekt. Also nichts Negatives hier. Auch hier nichts Negatives. Ne?